Mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Nur mit 6. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit 6. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit 6. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit 6. Herzlich willkommen zur 52. Sendung Hottentott. Diese Sendung ist die vorletzte Sendung meines ersten Sendejahres und gleichzeitig die vorletzte Sendung meines lang angekündigten und umkämpften Erotik-Specials für alle, die gerne nochmal den kompletten offiziellen Veröffentlichungstitel hören möchten, kommt er hier. Die hauptsächlich auf Fremdquellen gestützte Untersuchung der Geschlechterrolle von Frau und Mann sowie die umfangreiche unabhängige Auseinandersetzung mit ihr über verschiedene zeitliche Geschichtsepochen, identifizierbare Kulturkreise und bekannte Religionsgemeinschaften hinweg, unter verstärktem Einbezug der gemeinsamen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, der zwei- sowie der gleichgeschlechtlichen, der geschlechtsneutralen wie auch der geschlechtslosen Paarbindung und des geistigen und körperlichen Austauschs unter dem Gesichtspunkt der medienwirksamen, unterhaltsamen und für alle Personengruppen verständlichen und interessanten Aufbereitung von Carsten Todd im Rahmen des Medienformates Hottentott beim Radiosender Radio OKJ Jena plus YouTube. Das gewählte Thema mag etwas Aufsehen erregen, jedoch steht dahinter auch ein guter Grund. Es gibt wohl kaum ein Thema, das alle Menschen aus allen Ländern über alle kulturellen und religiösen Beschränkungen und sämtliche zeitlichen Epochen hinweg derart interessierte. Mir sind leider keine Vergleichswerke einer Arbeit dieser Art bekannt. Wem ein Gutes einfällt, kann mich gerne mal darüber informieren. Ich versuchte mich zunächst an einem Thema, das viele Menschen interessiert, bevor ich mich mit ähnlichen Arbeiten an weniger bekannte Sachkomplexe heranwage. Hier verbindet sich Wissenschaft mit Literatur, Comedy, Musik und vielen weiteren Mitteln der Unterhaltung. Das Ergebnis ist ein sehr alternatives, informatives, wissenschaftliches Entertainment. Es entwickelte diese Arbeit eigenständig, wie eigentlich das gesamte Konzept. Ich weiß nicht, ob es etwas in dieser Form oder in einer ähnlichen Art schon einmal gab. Ich sah es aber positiv, so etwas mal anzugehen und einfach zu testen, wie es bei euch ankommt. Das Entertainment wird etwas intellektueller und die wissenschaftlichen Werke hören auf, in den Ecken zu verstauben, beziehungsweise nur einem sehr kleinen Kreis
Interesse halber zukenntlich zu sein. Somit ist dies ein allumfassendes Informationsprogramm, bei dem ein zusätzliches Unterhaltungsangebot geschaffen wurde. Im Vorfeld musste ich mich leider verstärkt mit falschen Vorwürfen wie Rechtsradikalismus oder der Pornografie auseinandersetzen. Dieses biete ich nicht und möchte ich auch überhaupt nicht bieten. Mir ist gänzlich schleierhaft, wie man überhaupt zu solchen Befürchtungen kommen kann. Ich selbst sehe mich wohl eher einem FSK 0 entgegenschwimmen, als irgendwie überhaupt mal tatsächlich anstößig zu sein. Ich bin alternativ, positiv verrückt und zeige trotz allem die Fortsetzung einer Arbeit, wie es sie vielleicht zuvor noch nie gab. Ich wünsche viel Spaß. Zu meiner Medientätigkeit. Diese möchte ich gerne einmal grundlegend beantworten, damit sie nicht immer wieder aufkommen müssen. Nachfolgend die Top 3. Platz 3. Haben Sie als Medienschaffender nicht sehr viel Verantwortung für künftige Generationen und müssen darauf achten, was Sie sagen? Klar, das hat durch den Scheiß. Klar, das hat durch den Scheiß. Platz 2. Positionierst du dich nicht durch deine Medientätigkeit und sind deine Arbeiten nicht sehr anstößig? Nein. Ich ließ meine kreativen Tätigkeiten eine Weile schleifen, aber besitze dennoch viel Erfahrung und Qualifikation, vor allem im Bereich Text. Zudem bin ich von mir selbst sehr behandelt. Sich mit Kunstwerk aus schwierigen Themen offen zu stellen, aber selbst möglichst keine Stellung oder Position zu beziehen. Wenn man so viel macht, wird womöglich für Menschen, die sich intensiv mit meiner Arbeit beschäftigen, die Möglichkeit bestehen, mich ansatzweise zu lesen und kennenzulernen. In der Regel passieren mir aber keine Anfängerfehler mehr. Zudem wird diese Sendung vom Radio OKJ im Mittags-, Nachmittags- und Abendprogramm gesendet, was mich eher auf einen FSK 0 schließen lässt. Offenbar kann ich nicht wirklich böse sein, noch nicht mal, wenn ich das sehr bemüht versuche. Platz 1. Der absolute Highscore. Es gibt wohl kaum eine dümmere Frage, die man stellen kann, als einen kreativen Menschen zu fragen, warum er künstlerisch tätig ist. Okay, eigentlich gibt es keine dummen Fragen, aber diese Frage zeigt dann doch schon eine ganz besondere Form geistiger Armut. Also nochmal, den Komödiantischer hätte ich es selbst kaum aufbereiten können. Warum tun Sie das überhaupt? Es sitzt etwas in meinem Kopf, was da nicht hingehört. Das nennt man Gedanken und Ideen, manchmal vielleicht sogar Gefühle. Andere kennen das Letztgenannte vielleicht zumindest in Form von Hunger oder Durst. Diese sammeln sich an und müssen irgendwann raus. Es könnte auch versuchen, mich von diesem zunehmend auffressen zu lassen oder diese Verrücktheit einfach im Privat- und Berufsleben auszulassen. Aber künstlerische Tätigkeit erscheinen mir für manche Handlungen noch eine geeignetere Alternative. Wenn sich davon andere Leute unterhalten, begeistern, mitreißen, anspornen, inspirieren, motivieren, stützen oder was auch immer lassen,
ist mir das vollkommen recht. Die größte Freude liegt aber wohl unweigerlich darin, sich selbst auf eine Art und Weise ausleben zu können, wie es im Privat- und Berufsleben vollkommen umfassend, wenn es sogar gefährlich wäre. Klar veröffentliche ich meine Werke. Ein Dichter schreibt Gedichte. Ein Maler zeichnet Bilder. Ein Musiker schreibt und produziert Songs. Ein Schriftsteller schreibt Bücher. Und ich mache eben alles. Das ist Entertainment. Klar ist dabei immer einiges dabei, was ungesehen in Schubladen verschwindet und nie wieder auftaucht. Einiges ist es eben doch wert, veröffentlicht zu werden. Wer das nicht sehen, hören oder fühlen möchte, der soll ab- oder umschalten. Das erscheint mir persönlich die einfachste Variante. Wenn sich keiner mehr für meine Arbeiten interessiert, erreichen diese auch kein Publikum. Solange es jedoch Menschen gibt, die sich für meine Arbeiten interessieren, werden diese auch ein gewisses Publikum erreichen. Das ist zwangsläufig so und erfordert im Prinzip keine Einwirkung auf andere. Anders ist das, als wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker geht, um euch ein Brötchen zu kaufen. Der Bäcker muss euch wohl euer Brötchen geben. Es ist aber niemand verpflichtet, sich meine Arbeiten anzutun. Das geschieht auf völlig freiwilliger Basis. Punkt 3.5 Sexualität bei den Römern. Römer sahen, wie die Griechen, Frauen als gefährliche Wesen an, die sich nicht beherrschen könnten. 772. Sie müssen von Natur aus im Zaum gehalten werden. 773. Römer unterschieden sich aber insofern von den Griechen, dass sie ihre Frauen nicht in ihren Häusern einsperrten, sondern an ihrem Leben teilhaben ließen. 774. Sie genossen relativ große Freiheiten, erhielten eine Erziehung, durften an den Gesprächen der Männer teilnehmen, Freundinnen treffen, an Festen teilnehmen und einkaufen gehen. 775. Allerdings mussten sie das Fest verlassen, sobald Wein eingeschenkt wurde. 776. Als wichtigste Aufgabe der Frauen galten das Kindergebären, die Beaufsichtigung der Erziehung und Betreuung der Kinder, das Weitergeben männlicher Ideale sowie die Anleitung der Haussklaven. 777. In reichen Familien hatten sie darüber hinaus viel Zeit für sich selbst, während sie in ärmeren Familien beim Broterwerb mithalfen. 778. Die römischen Frauen fühlten sich nicht nutzlos, frustriert oder benutzt. 779. Anders als die Griechen sahen Römer ihre Frauen nicht als Objekte, die ihnen zu Diensten standen. 780, 781. Als zusätzliches Unterhaltungselement zur Eröffnung dieses neuen untergliederten Unterpunktes dient ein Lied, auf das im Anhang Musikproduktionen mit der Nummer 12 und dem Titel Hey, alter Römer, verwiesen wird. Anhang Musikproduktionen. Punkt 12. Hey, alter Römer. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst.
Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ghost mit dem Titel Mystics Were Most. Born in the middle, the center, the crossroads. You could go any which way. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Ihr steht in Gallien und in Rom, auch Ägypten kennt euch schon. Die ganze Welt hat einmal euch gehört. Wenige haben euch bestört. Handelsrouten um die Welt, Wohlstand, Ruhm, Macht und Geld. Das Heiligtum bestimmt ihr selbst. Selten hat sich jemand in den Weg gestellt. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Allen Schlachtfeldern bis zum Sieg, mit Tieren, Bauern, Pferd und Artillerie, mit Schwein und Kampfhund, eure Züchtern, selten brauchtet ihr eine Impfung. Ihr kämpft euch einfach durch die Welt und macht sie so, wie sie euch gefällt. Die Frauen unterliegen euch in jedem Bett, dabei ist der Klerus nicht besonders keck. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geht heim. Orken feiern kannst du gut. Hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Achtung! Vorsicht! Bitte nicht nachmachen! Dies ist eine alternative, musikalische, komödiantische, journalistische Unterhaltungssendung. Das verstehen einige Leute nicht. Nachahmungen schweben ständig in großer Gefahr, starker Hetze und ausschweifenden Verleumdungen ausgesetzt zu sein. Fakten und Inhalte könnten ungeprüft verdreht werden. Sobald ihr ein einziges kritikfähiges Wort benutzt, könnte beispielsweise unterstellt werden, verrückt zu sein, Frauen wie Objekte zu behandeln, wenn nicht noch Schlimmeres, rechtsradikal oder ein Homostar zu sein. Euer könnte zerschossen und beinahe vollständig zerschossen.
zerstört werden. Ihr könntet euren Arbeits- oder Studienplatz verlieren, bei euch völlig unbekannten Personen anecken und die Polizei könnte geneigt sein, Falschanzeigen und falsche Beweise gegen euch mit großer Freude und lächelndem Gesicht anzunehmen. Ihr könntet alles verlieren, was euch gut, teuer und heilig ist. Daher eine offenbar notwendige Warnung an alle, die sich einem Selbstversuch geneigt fühlen und sich an diese Sendung anlehnen wollen. Bitte macht das, was ihr hier hört, bitte nicht nach. Ereignisse, Gegebenheiten und Handlungen in den kreativen Werken dieser Sendung sind frei erfunden. Bezüge zu real existierenden Personen sind rein zufällig und so nicht beabsichtigt. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Punkt 3.5.1 Ehe und Sexualität bei den Römern. Die Römer waren ein Volk mit einer stark militärischen Natur und Stärke. 782. Das viel Wert auf Tugend, Tapferkeit, Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen legte. 783. Der Römer war Eroberer und Aggressor, 784. Er musste dominieren und beherrschen, mit Waffen, Worten, Gesetzen und seinem Phallus, 785. Für einen richtigen Römer war Sex gleichbedeutend mit Penetration und er lehnte jede sexuelle Handlung ab, bei der er nicht dominierte, 786. Trotz großer Bewegungsfreiheit der Frauen waren sie der Macht der Männer unterworfen, 787. Töchter waren völlig abhängig von ihrem Vater und konnten sogar jederzeit getötet oder als Sklaven verkauft werden, 788. Der römische Vater bestimmte, wann und mit wem seine Tochter die Ehe eingehen würde, 789. Nach der Ehe war die Frau entweder der Macht ihres Ehemannes oder noch immer der Macht ihres Vaters unterworfen, 790.
Bei der zweiten Variante behielt sie das Recht auf den Familienbesitz 791. Die erste Variante galt dauerhaft, die zweite war nicht formell, sondern gründete im anhaltenden Wunsch von Ehemann und Ehefrau, als Ehepaar verbunden zu bleiben. 792, 793. Die zweite Variante wurde stetig beliebter, 794. Die Gründe werden aber nicht in Liebe und Gunst der Männer, sondern im Besitz der Familien der Frauen vermutet. 795. Frauen wählten nicht aus, wen und wann sie heiraten sollten. Doch war eine Heirat standesgemäß und zwingend. 796. Nach den gesetzlichen Regeln heirateten Mädchen mit 12 Jahren und Jungen mit 14 Jahren. 797. Ehen mit Mädchen, die noch nicht erwachsen waren, waren infolgedessen nichts Ungewöhnliches. 798. Männer waren oftmals deutlich älter als ihre Frau. 799. Es galt die Annahme, vorzeitiger Geschlechtsverkehr würde den Fluss der ersten Menstruation erleichtern. 800. Trotz Fruchtbarkeitsuntersuchungen der Hebammen der künftigen Braut auf eine blockierte Vagina starben 5-10% der Frauen während der Niederkunft an deren Folgen. 801. Die übrigen Frauen mussten auf den gesetzlichen Erlass des Kaisers Augustus mindestens 3 Kinder gebären, welche länger als 3 Tage lebten. 802. Das versuchten die Eheleute mit allen Mitteln. 803. Bei Misserfolg wurde die Frau verantwortlich gemacht. 804. Sogar Kaiserinnen starben an Mitteln gegen Unfruchtbarkeit. 805. Verhütungsmittel waren aber ebenso beliebt. 806. Frauen enthielten sich sogar dem Sex. 807. Frauen, die die Risiken von Schwangerschaft und Geburt überlebt hatten und von da an enthaltsam lebten, wurden wegen ihrer Keuschheit sehr geschätzt. 808. Ehefrauen, die zu oft mit ihrem Mann ins Bett wollten, galten wegen ihrer Lust als mögliche Ehebrecherinnen. 809. Männer, die mehr als die geforderte Zahl von Kindern mit ihren Frauen gezeugt hatten, 810, galten negativ ihrer Frau zu sehr zugetan. 811, 812. Geschichtsschreiber verherrlichten tugendsame Frauen. 813. Die bekannteste Geschichte handelte von einer römischen Frau, die von einem Freund ihres Mannes vergewaltigt wurde und sich daraufhin das Leben nahm, weil ihre Ehe verletzt war. 814, 815. Die aufgrund von Kriegen stark verminderte Anzahl von Männern und verlotterte Moral nötigten Kaiser Augustus zu Maßnahmen, um die gesellschaftliche Position der Familie zu stärken. 816. Jeder Römer unter 60 und jede Römerin unter 50 Jahren musste heiraten. 817. Witwen mussten schnellstmöglich erneut heiraten. 818. Kinderlose Paare wurden bestraft. Eltern von 3 oder mehr Kindern hingegen wurden privilegiert. 819. Frauen mussten in begrenzter Freiheit wieder mehr Zeit im Haus verbringen. 820. Ehebruch wurde strenger bestraft. 821. Allerdings nur, wenn die Frau betrog. 822.
Aufgrund ausbleibender Erfolge dieser Ehe- und Moralpolitik verbannte Augustus seine einzige Tochter und seine Enkelin wegen Ehebruchs. 823, 824. Nach durch Eroberungen eingetretenem Kontakt übte die griechische Kultur einen bedeutenden Einfluss auf die Lebensführung der Römer. 825 aus 826. Dies betraf die Einfuhr von Luxusartikeln und Kunstgegenstände, aber auch die Einführung neuer Rituale und fremder Gebräuche, auch auf erotischem Gebiet. 827. Dies beeinflusste trotz Widerständen die römische Moral. 828. Der Kult war anfänglich reine Frauensache. 829. Sobald Männer zugelassen wurden, wurden die Feiern nachts organisiert. 830. Es wurde Unzucht getrieben zwischen Männern und Frauen und Männern untereinander. 831. Einige Menschen wurden wie Opfertiere getötet. 832. Menschen, die sich nicht einweihen lassen wollten, wurden vergewaltigt oder ermordet. 833. Somit schlossen sich viele Menschen dem Kult an, mitunter auch aus hochstehenden Familien. 834. Die Verbannung dieses Kults endete im Blutbad. Tausende von Römern wurden hingerichtet oder verhaftet. 835. Als zusätzliches Unterhaltungselement dient an dieser Stelle ein Lied aus dem Anhang Musikproduktionen mit der Nummer 13 und dem Titel Ein echter Römer penetriert. Anhang Musikproduktionen. Punkt 13. Ein echter Römer penetriert. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel How Do You Feel About That? Guitar Instrumental. Solange seine Triebe jucken, werden seine Lüste zucken. Seine Gedanken bei den Frauen, sucht er was zum Kraulen. Ein echter Römer penetriert, das habe ich hier studiert. Der Römer schaut nach Frauen, nach welchen, die ihn umhauen. Nach denen, die ihn inspirieren, dann kann er penetrieren. Vor dem Wein wird sie nach Haus geschickt, damit sie das Nest schön schmückt. Vorher wird alles versucht, das ist für ihn wie eine Sucht. Der Römer penetriert. Ein echter Römer penetriert, es sei denn, er ist kastriert. Solange seine Triebe jucken, werden seine Lüste zucken. Seine Gedanken bei den Frauen, sucht er was zum Kraulen. Ein echter Römer penetriert, das habe ich hier studiert.
Der Römer penetriert. Eine Frau für seinen Lebensabend mit Unterstützung des Familienadels. Drei Kinder sind das Minimum. Wird es mehr, dann sei es drum. Aber erst ab Augustus, diesem Kaiser. Vorher ist ein Mann ein Weiser, wenn er nicht zu viele Kinder hat. Das zeigt leider zu viel Geschmack. Der Römer penetriert. Der Römer penetriert. Der Römer penetriert. Der Römer penetriert. Ein echter Römer penetriert, es sei denn es kastriert. Solange es seine Triebe jucken, werden seine Lüste zucken. Seine Gedanken bei den Frauen, sucht er was zum Kraulen. Ein echter Römer penetriert, das habe ich für studiert. Der Römer penetriert. Der Römer penetriert. Der Römer penetriert. Der Römer penetriert. Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sendung erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themengerechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar in allen im Vordergrund zu hören sein. Mir ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern rechtsradikal oder pornografisch ist, aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemeinhin einen tollen Abdreher. Viel Spaß! Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Ich plane ein besonderes Silvesterprogramm. Während alle anderen Sender nur die gleichen Hits spielen, wie sie immer schon spielen,
und voneinander kaum abgegrenzt, möchte ich eine Alternative anbieten. Ich arbeite an einem 8-Stunden-Programm, welches aus meinen eigenen Projekten besteht. Diese Sendung nenne ich dann Silvester-Special. Noch ist unklar, ob Radio OKJ sich weigert, mein Silvester-Special im Radio zu senden. Ich weiß auch nicht, ob es sonst jemanden interessiert oder irgendjemand hören möchte, aber ich werde es anbieten. Ich werde mein Silvester-Special zusammenstellen. Und sobald es zusammengestellt ist, werde ich es verpacken. Und wenn es dann verpackt ist, werde ich es in der Nacht zwischen dem 30. und dem 31. Dezember über bekannte Medienkanäle veröffentlichen. Notfalls ganz allein, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Ich melde mich dann wieder. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Die Prost im alten Rom. Die Römer nahmen an, dass alles Unglück auf den Sünden der Gesellschaft basiert. 836. Die Prost galt als Sünde. Dies führte zu Ablässen und Bußwerk. 837. Arme Leute konnten sich zum Bußwerk anderer verkaufen. 838. Die Kirche unterhielt gerne gewinnbringend den Wirtschaftszweig des Freihandels von Sünden. 839. Im Leben der Griechen und Römer besaß die Prost einen wichtigen Stellenwert. 840. Männer sollten nicht enthaltsam leben. 841. Mögliche Objekte ihrer Triebe waren Sklavinnen und Prostituierte. 842. Keine andere Sprache bietet so viele Begriffe für eine Prostituierte wie die lateinische. 843. Eine Prostituierte konnte Sklavin, Freigelassene oder sogar Freigeborene sein. 844. Die billigsten Huren boten sich in kleinen, stinkenden Kämmerchen, in einem Bordell, Lupanar, oder im Hinterzimmerchen eines Straßengasthauses an. 845. Jede römische Stadt hatte Bordelle. 846. Der Preis schwankte zwischen dem Wert, den umgerechnet auch 1 bis 8 Gläser Wein besaßen. 847. Kleine Kammern mit schmalen Brettern waren der Arbeitsplatz. 848.
Über den Türen im Gang waren Stellungen abgebildet, durch die die Wartenden einstweilen in der Stimmung blieben. 849. Ebenso konnten auch Umkleideräume von Bädern als Bordelle fungieren. 850. Straßenprostituierte waren an vielen Stellen der Stadt zu finden, an Straßenecken, in Bädern und an Ausfallstraßen. 851. Diese nutzten die Begräbnisstätten außerhalb der Stadtmauern als Arbeitsplatz und gehörten zur untersten Kategorie. 852. In Rom war es ganz normal, eine Prostituierte, 853, mittels Miet- oder Kaufvertrag, 854, für einen längeren Zeitraum zu mieten. 855, 856. Vertragsinhalte waren der Preis, die Dauer der Vereinbarung und allerlei Bestimmungen, an die sich das Mädchen halten musste. 857, 858. Sie durfte sich sexuell nur mit ihrem Eigentümer einlassen und musste ihn oft auch in der Öffentlichkeit begleiten. 859. Die Ehefrauen der Oberschicht hatten in der Regel nicht allzu große Probleme mit den Beziehungen ihrer Ehemänner zu Sklavinnen oder Konkubinen. 860. Manchmal wählten sie selbst die Frauen für sie aus. 861. Manchmal bestanden sogar gute Beziehungen zwischen Ehefrau und Prostituierter. 862. Livia versorgte ihren Mann Kaiser Augustus mit kleinen Mädchen. 863. Die er gerne entjungferte. 864. 865. Die Oberschicht schrieb vor, dass Prostituierte eine andere Kleidung als verheiratete Frauen tragen mussten, damit sie auf der Straße gut zu unterscheiden waren. 866. Nach der Gesetzgebung des Augustus, der die Freiheit der Frauen einschränkte, kam es vor, dass Frauen sich nach einer kurzen Ehe, mit der sie die gesetzlichen Vorschriften erfüllt hatte, von ihrem Mann scheiden ließ, um sich danach als Prostituierte registrieren zu lassen. 867. So erlangten sie die Freiheiten zurück, die sie vor der Einmischung des Kaisers genossen hatten. 868. Auch in allerhöchsten Kreisen lockerten sich die Sitten. 869. Messalina, die Frau des Kaisers Claudius, verdiente angeblich Geld als Prostituierte, um ausschweifende Orgien zu organisieren, bei denen sie sich ohne Skrupel anderen Männern hingab. 870, 871. Der Zuhälter genoss geringstes Ansehen, ähnlich eines Sklavenhändlers der untersten Gesellschaftsschicht. 872. Meistens war er ausländischer Herkunft und ein Sinnbild der Korruption. 873. Diese Reputation hinderte bestimmte Kaiser nicht daran, selbst die Rolle eines Zuhälters zu spielen. 874. Oft wurden auch Frauen von hohem Stand gezwungen, als Prostituierte tätig zu sein. 875. Jeden Frühlingsbeginn gab es ein besonderes Fest, die sogenannte Floralia. 876, 877. Dieses Fest stiftete eine sehr reiche Prostituierte namens Flora. 878. Wurde aber auch mit dem Fest der Göttin Flora 879
in Verbindung gebracht, 880. Dabei spielten Prostituierte eine besondere Rolle, 881. Flora war die Göttin der Blüte, der Fruchtbarkeit, aber auch des Genusses, 882. Das Fest fand nachts statt, 883. Das Fest war allen Schichten und Ständen zugänglich, 884. Die Bevölkerung kleidete sich speziell dafür in farbenfrohe Gewänder, 885, und jagte Hasen und Rehe, 886, 887. Die Prostituierten hielten eine Parade vor dem Volk ab und entkleideten sich auf Wunsch der Zuschauer, 888. Die Nacktheit der Frauen war ein Opfer an die Göttin, um Fruchtbarkeit bei Menschen, Tieren und Pflanzen zu erbitten. 889. Im Tempel der Schutzgöttin der Prostituierten, 890, vor den Mauern Roms, 891, hatten die Priesterinnen zugleich die Funktion von Prostituierten. 892, 893. Der Tempel stand vor den Mauern, damit die Jünglinge die verheirateten Frauen in der Stadt nicht mit den von Venus erweckten Leidenschaften konfrontiert. 894 werden 895. Auf ihren Festen wurden Schönheitswettbewerbe abgehalten und es wurde viel verhandelt und gefreit. 896. Auf die zusätzlichen Unterhaltungselemente für diesen Unterpunkt der wissenschaftlichen Arbeit wird verwiesen im Anhang weiterer Unterhaltungselemente mit dem Punkt 3 abschließende Erklärung zum Unterpunkt die Prost im alten Rom. Dem Punkt 4, Bullenschweine raus, und dem Punkt 5, Gedicht, Bullen ficken Kühe, mit den Unterpunkten 5.1, Gedicht, Bullen ficken Kühe, ohne Instrumentalisierung, und 5.2, Gedicht, Bullen ficken Kühe, mit der Instrumentalisierung einer bearbeiteten Version des Originals von CDK mit dem Titel Black Music CDK Mix sowie im Anhang Musikproduktionen mit dem Punkt 14 und dem Titel Bullen ficken Kühe sowie dort mit den entsprechenden Unterpunkten 14.1 Carsten Todd Bullen ficken Kühe Funky Lori Cape, Spinning Macabre, 14.2, Carsten Todd, Bullen ficken Kühe, Free Music and Free Beer, Alex Berosa, und 14.3, Carsten Todd, Bullen ficken Kühe, Bilderbergen, Roberto. Anhang weiterer Unterhaltungselemente, Punkt 3. Abschließende Erklärung zum Unterpunkt Die Prost im alten Rom. An dieser Stelle komme ich womöglich mit meinem eigenen Talent an meine Grenzen. Ich könnte ein Lied über die Göttin Flora schreiben und produzieren. Dieses würde ich dann aber lieber von einer Frauenstimme singen oder vortragen lassen. Einer Frauenstimme, die nicht mit einer Low-Budget-Software wie Speech computeranimiert ist. Die Götter allein wissen, was ich manchmal für eine Frau mit einer schönen Stimme geben würde. Ich könnte auch ebenso ein Lied darüber schreiben, wie ganz Rom ein Fest veranstaltet, um die schönsten Prostituierten der Stadt zu bewundern. Hier ziehe ich im Moment noch aber selbst die Grenze. Das passt irgendwie nicht in die moderne Zeit. Stattdessen folgt von mir eine alternative Unterhaltungsszene mit einer Einleitung sowie einem Gedicht zu einem anderen Thema.
das irgendwie auch zu diesem Unterpunkt passt, aber wohl eher auf die Tiere bezogen ist. Das Ganze ließe sich ja eventuell noch mit einem Lied ergänzen. Anhang weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 4. Bullenschweine raus. Bullenschweine raus. Bullenschweine raus. Bullenschweine raus. Bullenschweine raus. Überall hört man nur noch den Ruf Bullenschweine raus. Das muss wohl eine Veranstaltung von Tierschützern sein, die Rinder und Schweine aus der Masttierhaltung befreien möchten. Bullenschweine raus! Bullenschweine raus! Bullenschweine raus! Bullenschweine raus! Tierschützer aller Länder, vereinigt euch! Anhang weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 5. Gedicht. Bullen ficken Kühe. Anhang weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 5.1. Gedicht. Bullen ficken Kühe. Ohne Instrumentalisierung. Bullen ficken Kühe. Oh, 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 oh. 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 Bullen, Bullen ficken alle Kühe. Bullen, Bullen machen sich die Mühe. Bullen, Bullen springen über Wiesen. Bullen, Bullen wollen alles begießen. Bullen, Bullen kennen jeden Stall. Bullen, Bullen machen vor nichts Halt. Bullen, Bullen ficken alle Kühe. Bullen, Bullen machen sich die Mühe. Bullen, let's go. Bullen, Schweine raus. Bullen, Schweine raus. Bullen, Schweine raus. Bullen, Schweine raus. Tierschützer aller Länder, vereinigt euch. Ein Ochs auf einer Wiese suchte seine Liebe. Er erblickte eine Kuh. Diese machte Mu. Es stand in meinem Bio-Buch. Jede Kuh macht Mu. Auch Bullen suchen Liebe. Das ist die Macht der Triebe. Ein Pärchen voller Glück. Keiner will jetzt mehr zurück. Sie schenken sich einander viel, der Bulle in die Liebe fiel. Sie planten schon die Flitterwochen. Keiner dachte mehr ans Kochen. Auf seinen alten Knochen kam er gerne angekrochen. Der Bulle war kein Ochse. Er hatte seine Buchse. Doch er wollte nicht nach Spanien. Lieber ist ihm Indien. Starke Verse Kuh und Rind blind in der Macht der Liebe sind. Daraus folgte bald ein Kalb, sonst wäre die Liebe ja nur halb. Der Fleischer musste schweigen, er hatte nichts zum Schneiden. Der Teller blieb so leer, diese Liebe ist nicht her. Bulle, Kalb und Kuh machen noch immer Mu auf der grünen Wiese, glücklich in der Liebe, diese Rinder noch blind sind. Ewig soll man sinnen, wie die Rinder springen. Darum verkündet die frohe Kunde, seid ein Freund von diesem Bunde. Anhang weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 5. Gedicht. Bullen ficken Kühe. Punkt 5.2. Gedicht. Bullen ficken Kühe. Mit der Instrumentalisierung einer bearbeiteten Version des Originals von CDK. Mit dem Titel Like Music CDK Mix. Thank you.
Bullen ficken Kühe. Oh, 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 oh. 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 Bullen, Bullen ficken alle Kühe. Bullen, Bullen machen sich die Mühe. Bullen, Bullen springen über Wiesen. Bullen, Bullen wollen alles begießen. Bullen, Bullen kennen jeden Stall. Bullen, Bullen machen vor nichts Halt. Bullen, Bullen ficken alle Kühe. Bullen, Bullen machen sich die Mühe. Bullen, let's go. Bullen, Schweine raus. Bullen, Schweine raus. Bullen, Schweine raus. Bullen, Schweine raus. Tierschützer aller Länder, vereinigt euch. Ein Ochs auf einer Wiese suchte seine Liebe. Er erblickte eine Kuh. Diese machte Mu. Es stand in meinem Biobuch. Jede Kuh macht Mu. Auch Bullen suchen Liebe. Das ist die Macht der Triebe. Ein Pärchen voller Glück. Keiner will jetzt mehr zurück. Sie schenken sich einander viel. Der Bulle in die Liebe fiel. Sie planten schon die Flitterwochen. Keiner dachte mehr ans Kochen. Auf seinen alten Knochen kam er gerne angekrochen. Der Bulle war kein Ochse, er hatte seine Buchse. Doch er wollte nicht nach Spanien, lieber ist ihm Indien. Starke Verse Kuh und Rind blind in der Macht der Liebe sind. Daraus folgte bald ein Kalb, sonst wäre die Liebe ja nur halb. Der Fleischer musste schweigen, er hatte nichts zum Schneiden. Der Teller blieb so leer, diese Liebe ist nicht her. Bulle, Kalb und Kuh machen noch immer Mu auf der grünen Wiese. Glücklich in der Liebe, diese Rinder noch blind sind. Ewig soll man sinnen, wie die Rinder springen. Darum verkündet die frohe Kunde, seid ein Freund von diesem Bunde. Anhan Musikproduktionen. Punkt 14. Bullen ficken Kühe. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 14.1. Carsten Todd. Bullen ficken Kühe. Funky Novocape. Spinnen Merkaba. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Spinnen Merkaba mit dem Titel Funky Novocape. Bullen ficken Kühe, oh oh oh. 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 Let's go!
Ein Arzt auf einer Wiese suchte seine Liebe, er blickte eine Kuh, diese machte Mu. Let's go! Bullen, Bullen, ficken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Kühe. Bullen, Bullen, rennen über Wiese. Bullen, Bullen, wollen alles begießen. Bullen, Bullen, kennen jeden Star. Bullen, Bullen, machen vor nicht kalt. Bullen, Bullen, ficken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Kühe. Bullen, let's go! Bullen ficken Kühe, oh oh oh. 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 Let's go! Es stand in meinem Biobuch, jede Kuh macht nur auf dummen Kuchen Liebe. Das ist die Nacht der Liebe. Let's go! Bullen zweiter Faust! Bullen zweiter Faust! Bullen zweiter Faust! Bullen zweiter Faust! Wir sind alle Länder, beeiligt euch! Let's go! Bullen ficken Kühe, oh oh oh! 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 Let's go! Ein Pärchen voller Glück, keiner will den Speer zu nehmen. Sie schenken sich einander viel, der Bulle in die Liebe fiel. Let's go! Bullen, Bullen, ficken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, Bullen, rennen über Wiesen. Bullen, Bullen, wollen alles genießen. Bullen, Bullen, kennen jeden Stall. Bullen, Bullen, machen vor nichts halt. Bullen, Bullen, ficken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, let's go! Bullen ficken Kühe, oh oh oh. 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 Let's go! Sie planten schon die Blitzerwaffen, keiner dachte mehr ans Kochen. Auf seinen alten Knochen kam er gerne angekrochen. Let's go! Bullen ficken Kühe! 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 Let's go! Bullen ficken Kühe! Oh oh oh! 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 Let's go! Der Bulle war kein Ochse, er hatte seine Buchse. Doch er wollte nicht nach Spanien, lieber ist in Indien. Let's go! Bullen, Bullen, ficken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, Bullen, rennen über Wiesen. Bullen, Bullen, wollen alles begießen. Bullen, Bullen, kennen jeden Star. Bullen, Bullen, machen vor nichts halt. Bullen, Bullen, ficken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, let's go!
Wollen bisschen kühl. Oh oh oh. 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 Let's go. Starke Verse, Kuh und Rind, blind in der Macht der Liebe sind. Daraus folgte bald den Kalb, sonst wäre die Liebe ja nur halb. Let's go! Bullens weiter raus! Hier sind alle Länder, Beine kreuz. Let's go! Wollen bisschen kühl, oh oh. 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 Let's go! Der Fleißer musste schweigen, er hatte nichts zu schneiden. Der Teller blieb so leer. Diese Liebe ist nicht her. Let's go! Bullen, Bullen, picken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, Bullen, rennen über Wiesen. Bullen, Bullen, wollen alles begießen. Bullen, Bullen, kennen jeden Stein. Bullen, Bullen, machen vor nicht fallen. Bullen, Bullen, picken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, let's go! Bullen picken Kühe, oh oh. 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 Let's go! Bulle, Kalb und Kuh machen noch immer Mut auf der grünen Wiese. Blitzen in der Liebe, diese Rinder noch blitzen. Let's go! Bullen weiter raus! Bullen weiter raus! Hier sind alle Länder, vereinigt euch! Let's go! Bullen picken Kühe, oh oh. 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 Let's go! Ewig soll man sinnen, wie die Rinder spinnen. Darum verkündet die frohe Kunde. Seid ein Freund von diesem Bunde. Let's go! Wollen Ecken Kühe. 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 Let's go! Bullen picken Kühe, oh oh. 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 Let's go! Zukünftig könnten auch unangekündigt oder kurzfristig angekündigte Specials ein gelegentlicher Programmpunkt der
Sendung Hottentot sein. Damit will ich in nächster Zeit beginnen, indem es zumindest ein spontanes Special geben wird. Irgendwann in den kommenden Sendungen werde ich ein größeres Special durchführen, welches aus einer weiteren unterhaltsamen und alternativ aufbereiteten wissenschaftlichen Arbeit bestehen wird. Dieses widmet sich dem Thema Pokémon. Leider weiß ich beim besten Willen bisher noch nicht, was an Pokémons rechtsradikal oder pornografisch ist. Ich hoffe, dass mir das bis dahin noch ein Holzkopf erklären kann. Für alle Leute, die sich nur dafür interessieren, meinen Raum hier zu fühlen, meine Eier zu küssen, meine Bälle zu streicheln oder mein Bonbio zu lutschen, wird das womöglich das falsche Programm sein. Das können wir vielleicht ein anderes Mal nachholen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. V, C, T, S, R, H, T, B, J, L, R, S, R, O, K, J. Das ist das Motto meiner ersten Sendung nach dem 19. November. Ich begann am 19. November und werde zur ersten Sendung danach zum Start in mein neues Sendejahr nochmal meine besten Titel spielen. Daher auch das kurze, aber einprägsame Motto C, T, E, C, S, D, B, V, C, T, S, R, H, T, B, J, L, R, S, R, O, K, J. Kürzer ging's ja nun wirklich nicht. Für alle, die lieber die lange Fassung hören wollen, gerne nochmal das Sendemotto ausformuliert. Carsten Todds erfolgreichste Clips seit dem Bestehen von Carsten Todds Radiosendung Hottentot beim Jenaer lokalen Radiosender Radio OKJ. Für diese Sendung versuche ich, meine beliebtesten Projekte nochmal in eine einzige Sendung zu packen. Dabei orientiere ich mich sehr an den Views-Zahlen bei YouTube. Wer mitwählen will, muss also nichts anderes tun, als sich meine Projekte auf YouTube anzuhören. Ich verspreche nicht, dass jedes Projekt seinen Weg in diese Sendung findet. Vor allem den Anteil an News-Zusammenschnitten und uninstrumentalisierten, verlängerten Versionen werde ich notfalls reduzieren. Ich tue aber mein Bestes, eine tolle Sendung aus meinen beliebtesten Projekten zusammenzustellen und so nochmal einen lohnenden Abend mit Rückblick zu schaffen. Schließlich steht an diesem Abend alles unter dem Motto C, T, E, C, S, D, B, V, C, T, S, R, H, T, B, J, L, R, S, R, O, K, J. Punkt 3, Punkt 5, Punkt 3. Homosexualität im alten Rom.
verschiedene römische Intellektuelle, die sich selbst mit dieser Form der Liebe schwer taten, sahen die Knabenliebe bei den Römern als verderblichen Einfluss der griechischen Kultur an, die eigentlich nicht zu einem Römer passte. 897. Allerdings enthalten Komödien des Plautus viele Anspielungen auf Homosexualität, die römisch anmuten. 898, 899. Gegen sexuellen Umgang mit Sklaven, bei dem ein Römer seiner Macht als Bürger frönen konnte. 900. Wehrte sich ebenfalls niemand. 901. Männliche Brust war eine Möglichkeit und entwickelte sich in einem Maß, dass sie zum Luxusartikel wurde. 902. Der männlichen Brust war sogar ein spezieller Jahrestag gewidmet. 903. Die männliche Brust war in weiten Teilen akzeptiert, aber nicht unumstritten. 904. Normal ist, dass der Mann aktiv ist und penetriert. 905. Wer penetriert wird, ist passiv und das können eigentlich nur Frauen sein. 906. Männer, die diese Form sexueller Lust verfolgen, sind also sehr verächtlich. 907. Ein Werk des römischen Dichters Catull beginnt mit der Zeile Pedicabo ego vos et irumabo. 908. Ich werde euch anal und oral penetrieren. 909. 910. Die Römer hatten ein eigenes Verb für das orale Penetrieren, irumare, etwas, das zu einem echten Mann passte. 911. Blasen, verlare, wurde besonders als passive und damit verächtliche Handlung gesehen. 912. Solange man aktiv war und penetrierte, war homosexuelles Verhalten gesellschaftlich akzeptabel, auch wenn man einen römischen Jungen begehrte. 913. Es entstand sogar eine gewisse Toleranz gegenüber Männern, die sich penetrieren ließen und sich weibisch verhielten. 914. Das betraf auch prominente Politiker und Generäle. 915. So soll Cäsar in seiner Liebesbeziehung zu Nikomedes, dem König von Bithynien, die weibliche Rolle gespielt haben. 916. Die Soldaten sangen Gallias Caesar subigit Nikomedes Caesar. Caesar bezwang Gallien, Nikomedes den Caesar. 917. Wie dies in einer etwas moderneren Version geklungen haben muss, zeigen die im Anhang Musikproduktionen befindlichen Titel 15. Das ist Caesar, unser Caesar. 15.1 Carsten Todd. Das ist Caesar, unser Caesar. Light me on fire, Admiral Bob. 15.2 Carsten Todd. Das ist Caesar, unser Caesar. Free music and free beer, Alex Berosa. 15.3 Carsten Todd. Das ist Caesar, unser Caesar. Sudden goodbye, Alex Berosa. 16, Julius Caesar. 16.1, Carsten Todd, Julius Caesar. Light me on fire, Admiral Bob. Und 16.2, Carsten Todd, Julius Caesar. Free music and free beer, Alex Berosa. Anhang Musikproduktionen. Punkt 15. Das ist Caesar, unser Caesar. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst.
Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 15.1. Carsten Todd. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Light me on fire. Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Light Me on Fire. Gotta feel it, gotta know it, close to the flame, won't see it. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Auf jedem Marsch sind wir dabei. Dieser Mann ist uns nicht einerlei. Er hat immer eine Idee zum Schlafen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar. Unser Cäsar, wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar Blitz von Gallien, der Nikomedes Blitz von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Böhmermann ruft es von allen Dächern. Sechsorgien mit vollen Bechern. Fellatio mit 1000 Schafen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Er legt gerne mal Hand an sich.
und steckt auch in dem Bienenstich. Er nutzt Elefanten, Pferde, Hühner, Ziegen, Wildschweine und Affen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Er liebt sich selbst und Sizilien, Ägypten, Rom und Gallien. Alle haben viel zu gaffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar! Wir teilen jeden Triumph und haben viel zu lachen. Oft sieht man ihn im Flachen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar, 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 das ist unser Held. Caesar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, 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 schön ist es nur mit ihm. Caesar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Caesar,
unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Unter seiner Rüstung brennt und juckt es oft, doch er weiß, wie er sich helfen muss. Er sucht die Liebe bei Giraffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Cäsar wird's von Gallien, der Nikomedes wird's von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien, finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar. Unser Cäsar, wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. In jedem Busch liegt sein Versteck. In Sümpfen, Ruinen, Morast und Dreck. Bei Pinguinen will er selber gaffen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Das ist Cäsar. Unser Cäsar, so kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Cäsar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Cäsar führt uns so zum Sieg. Cäsar! Nikomedes träumt jede Nacht von ihm und steckt auch gerne in ihm drin. Cäsar tut ihn gerne gewähren lassen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Cäsar, 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 das ist unser Held. Cäsar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Cäsar, 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 schön ist es nur mit ihm. Cäsar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Cäsar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar.
Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Can you show me? Can you teach me? Caesar wird zwar in Gallien, doch Nikomedes wird zwar Caesar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Caesar! Jeder Mann in Rom und Wien, von Kairo bis Paris, weiß, wie unser Caesar ist. Er tut sich gerne penetrieren lassen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius Caesar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Caesar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar. Kleopatra ist seine Göttin, gerne mag sie sein Ding verlocken. Sein Herz ist für die Welt geschaffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius, Julius, Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Das ist Caesar. Unser Caesar, so kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Can you show me? Caesar, 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 das ist unser Held. Caesar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, 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 schön ist es nur mit ihm. Caesar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Caesar! Ihm würde jede Frau verfallen, doch daran findet er wenig Gefallen. Man sieht ihn gerne Eisenhaut naschen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar wird zwar in Gallien, der Nikomedes wird zwar Caesar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Gotta tease you till you are all mine.
Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Sogar Brutus will ein Stück von ihm. Doch das Ganze wird jetzt zu intim. Daher sollten wir das Lied enden lassen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Anhan Musikproduktionen. Punkt 16. Julius Cäsar. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 16.1. Carsten Todd, Julius Cäsar. Light Me on Fire, Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Light Me on Fire. Gotta feel it, gotta know it. Close to the flame. Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius Cäsar hat uns alle lieb. Julius Cäsar führt uns so zum Sieg. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius Cäsar hat uns alle lieb.
Julius Caesar führt uns zum Sieg. Caesar mit 20 Gallien, dann Prometheus mit 20 Caesar, mit einer Hand Pistazien, finden das beide wunderbar. Daran ist überhaupt nichts falsch. Jeden Gallier macht er genauso kalt. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Julius Caesar ist der geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde geht. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen ist nur die Damen. Julius Caesar ist die coolste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele. Auf dem Bett. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Julius Caesar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder steht in den Knochen von seinem Stab. Danach wird er uns alle verlassen. Doch Frauen machen ihn zu sehr zu schaffen. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Caesar, das ist unser Held. Caesar, weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, schön ist es nur mit ihm. Caesar, wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar, ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Julius Caesar. Caesar machte sich nicht viel daraus. Wahrscheinlich nicht, weil kein Kern Wahrheit darin war, sondern weil er genügend Respekt einflößte, da er die für einen Römer höchste Form von Männlichkeit an den Tag gelegt hatte. 918-919. Er hatte den Ruf eines Verführers von Frauen und seine Fähigkeiten als General und Soldat machten ihn über alle Zweifel erhaben. 920. Er war ein Sieger im Bett und ein Sieger auf dem Schlachtfeld. 921.
Auch Augustus war als Ehebrecher und Eroberer bekannt. 922, 923. Über andere Kaiser wurden ähnliche Geschichten erzählt. 924. Nero übertraf alles, indem er Ehen mit Männern einging, bei denen er einmal die Rolle des Bräutigams und ein anderes Mal die der Braut spielte. 925. Allerdings wurde gegen passive Homosexuelle vorgegangen, auch gesetzlich. 926. Die Strafe für eine Zuwiderhandlung war wahrscheinlich die Kastration. 927. Später ging man dazu über, alle männlichen Prostituierten zu verbrennen. 928. Im weiteren Verlauf wurde diese Strafe allen Männern auferlegt, die sich sexuell passiv verhielten. 929, 930. Dieser aufkommende Hass gegen Homosexualität ging einher mit der Ausbreitung und dem Erstarken des Christentums. 931. Die Führer dieser Religion gründeten ihr Urteil darüber, was erlaubt war, auf Begriffen wie natürlich und unnatürlich. 932, 933. Ausschließlich Sexualität, die auf Fortpflanzung zielte, war in Übereinstimmung mit der Natur, wie Gott sie dem Menschen geschenkt hatte. 934. Alle Formen homosexuellen Verhaltens wurden mit dem Tode bestraft. 935. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere. So wie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641522211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders info@radio-okj.de. Facebook www.facebook.com/carsten.todd.009/